全てはここから始まった。悪なき闘争と反逆、血の宿命だ。私の愛する平八さんはやがて世界を戦乱に巻き込む多くの犠牲を生むでしょう。貴様は何者じゃ。我は剣を極めし者なり。全ては動き出した。もう誰も止めることはできない様が。あの時母を殺した。貴様をここで終わらせる。貴様の野望もこれで終わりじゃ。戦いとは、最後にどちらが立っているか。それだけのこと。決着をつけるとするか。Alter Schwede, was für eine Eröffnungssequenz. Und damit herzlich willkommen zu Tekken 7. Wir werden heute hier den Story-Modus spielen. Das heißt, ich werde ihn für euch spielen. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, da zuzuschauen. Und zwar, den letzten Kapitel der Mishima-Saga, beziehungsweise der Story, den es ja seit dem ersten Teil gibt. Wer die Geschichte dahinter noch nicht kennt, der sollte schleunigst mal mein Video anschauen, The History of Tekken. Da ist zumindest auf dank Tekken 7 ja eine Zusammenfassung haben sie erstellt über alle Titel, um den Hintergrund zu verstehen, was da wirklich in der Story jetzt passiert. Die ist nicht allzu lange, aber nichtsdestotrotz werden wir die Knaller durchziehen. Und wir werden hier in der Originalsprache spielen. Das heißt, wenn die Charaktere Englisch sprechen, dann sprechen sie Englisch. Sprechen sie Japanisch, Koreanisch etc. Dann werden sie auch in dieser Sprache sprechen. Oder auch Deutsch, weil es gibt ja durchaus auch deutsche Charaktere. Die werden halt Deutsch sprechen. Ganz gewohnt mit Untertitel. Ich spiele das Ganze mit dem Controller. Habe nicht diesen, ich weiß ja nicht, wie der heißt, den sie bei den E-Sports immer nutzen, diese Kampfdinger da. Liegt aber auch daran, weil ich einfach nur zu geil bin am Controller, ja. Wir werden es starten, wir werden es, ich überlege, ob ich direkt als Anfänger spiele, um dass wir hier schnell durchkommen. Weil mit den Skills muss ich ja nicht unter Beweis stellen, weil, ihr wisst,
Ich hab's voll drauf. Aber wir werden auf Mittel spielen, tatsächlich. Ich hab mich drauf entschlossen. Ich wollte erst auf einfach spielen, aber ich spiele auf Mittel. Und ja, würde ich sagen, fangen wir an. I remember receiving my first letter from my son a few years back. Scribbled on it were the words, I love you. I was so happy, I cried. At the time, I believed that love was all anyone needed. For some years now, I've been investigating a certain father and son, and I managed to get a hold of the first letter the boy wrote to his father. It said, Father, one day, I will tear you to pieces. Ja, netter Brief. Oh, geht weiter. Kisama no sei de kaasan wa Oh, kann ich schon kämpfen? Das ist ja super. Als kleiner Kazuya. Oh. Ey, entschuldige mich jetzt schon mal für die Klacker meines Controllers, da ich auf die Tasten gewäsche wie so ein blutiger Anfänger. Man wird es natürlich hören, wie gesagt, tut mir leid, aber ich hab's leider nicht anders hinbekommen, um Ton herzustellen. Aber ihr kennt ja unsere nicht vorhandene Professionalität und daher. Ja, ich denke mal, wird es um die Zustimmung sein. So, was war mit L1? Ich habe das Fersen zu lesen, aber egal. Wir werden jetzt hier. Hier, komm her, du. Was ist hier los? L1, ach so. Mhm. Okay. Ja, 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 ja. Oh, hat er mir erwischt. Storyhilfe. Mhm. Okay, ja. Na, kick mal an, die Garlet kann. Nee, will ich aber nicht. Kann ich jetzt zurücklaufen? Aber gut, aufgrund der Story werden wir das natürlich machen müssen. Fuck. As leader of the Mishima Zaibatsu, Jin Kazama plunged the world into war. He sent the human race to hell, all so he could save it. Fear and hatred enveloped the globe, filling it with despair. Just as Jin predicted, Earth's despair awoke Azazel. An ancient beast sealed deep underground because of its threat to humanity. Jin defeated Azazel in battle, and
saved the planet. But could the world really be considered saved? The war that Jin began has now evolved into a battle between the Mishima Zaibatsu and G Corporation. One which has kept the wheels of turmoil spinning day after day. It's winner take all, and the prize is world domination. Jin, the one who started everything, has gone missing in the Middle East. His whereabouts remain unknown, but his disappearance has tipped the scales in G-Corp's favor. Area E2031 に て救難信号を受信。 国連軍のヘリからと思われます。 我々が数日前まで当初を捜索していたエリアの近くです。 Increase surveillance. If a UN soldier so much as sneezes, I wanna know. 了解。近隣の街もチェックさせます。 久しぶりよの。 If there were demons in this world, what form would they take? The answer to that question still eludes me. That day, I was reporting from a battlefield, gathering news about the war to bring to the world. When I headed back to the barracks, a message was waiting for me. I was dumbstruck. How could my hometown have come under attack? When I returned, nothing was as I remembered. The roads used to be quiet, hardly a car in sight. But now, tanks and armored vehicles lined the streets like an iron wall. Though it was noon, a thick fog of ash enveloped the sky in darkness. The blackened trees, the burning ground, the pungent, burnt air. The place I once called home was now just an ashen field, and streets echoed with the memories of playing children and delivery trucks. Everyone I loved had been lost to the past. That day, my old life ended, and a new one began. In my loneliness and despair, a hatred grew inside me. There. What are you doing? Catch him, quick! Cheer!
the neck. これだけか。わしの出迎えにしては少々物足りんの。So, da will ich jetzt endlich mal ran, ja? Kriegt Tammy Vance. Was ist denn hier los? Gegen den oder was? Der kann ja nicht viel aushalten, der Bengel. Oh, hier, bam. Bam, 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 komm her hier. Kleinen Stromschocker kriegst du hier mal in den Schädel. Und zack. Oh, da ist noch einer. Bam. Komm her hier. Huah. Noch einer. Ja, hier, nicht mit mir, Alter. Hey, 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 hey. Soll nicht der Scheiß hier. Ja, ja, und das war aber daneben. Nochmal einen Strombencher kriegst du. Zack, in den Kopf und bam. Was ist denn mit dir? Das Spiel ist übrigens programmiert in der Unreal Engine 4. Was ich finde, dass man das sieht, also sieht echt verdammt hübsch aus. Muss man schon so sagen. Also kann jetzt nicht sagen, dass das Spiel hässlich ist. Was ich nur sagen muss, ist natürlich ganz schön viel Stoff am Anfang hier an Cutscenes. Am Anfang hat man ja nur mit den jungen Katsuya gespielt gegen den jungen Heihachi Mishima. Der ja das Oberhaupt der Mishima, des Mishima-Clans ist. Und deswegen. Nina Williams, die kleine Saudi. Kleine sexy. Woo! Die hat auch eine Schwester, die heißt Anna Williams. Und die ist auch also eine von den ganz schlimm. Weil ich finde, auch die Frauen in Tekken sind schon eher mit so die schlimmsten Kämpfer, so schwersten, was ich so miterlebt habe. Und das war das gerade. Übel, manchmal, echt übel. Also da war ich da manchmal schon an den Rand der Verzweiflung gedreht, wo ich mir denke, Wahnsinn, was die alle drauf haben. Und gerade wenn man hier so Hayashi nimmt, der jetzt nicht unbedingt mein Favorite-Kämpfer ist, ich bin dem jetzt so nicht am allerbesten sind, wie man sieht, ist das schon immer relativ schwer. Da auch gerade so langsam ist. Oh, jetzt kriegen wir den Rage-Mode, der ist sehr, sehr geil. Und relativ neu. Der ist bei mir auf R1 liegt. Schön, dass das umgestellt wurde in der Infoleiste. Ich weiß nicht, ob es den frühen Teilen gab. Ich habe den letzten 6 Teilen, möchte ich sagen, gab es hier nicht den Rage-Modus, aber kann mich natürlich hören, weil das ist doch schon eine Weile her. Da kriegt man nämlich nochmal extra. Also der macht dann so eine quasi, wie so eine, naja, wie man von anderen Kampfspielen kennt, wie so eine Fatality oder irgendwelche, so eine Animation, die halt voll rendert ist. Und macht nochmal extra Schaden. Umso niedriger der eigene Lebensbalken ist, umso höher wird der Schaden, naja. Jetzt können wir den mal ausprobieren, Lai. Wenn er den macht. Ah, sah aus wie ich eine kleine Sau. Schade, hätte ich gerne mal Zeit, aber sie hat ihren noch. Aber sie kommt nicht dazu, weil ich mach sie kalt doch. Nein, ja. So, möchte ich das nicht mehr sehen hier. Wie cool er auch weggeht.神が消息不明である今、三島財閥を立て直せるのは、わしを置いて他におるまい。
様には早速働いてもらうぞ。久しぶりだな、全世界の諸君。わしがここに映っている意味がわかるか。見よ、三島財閥は再び我が手に戻った。ということはもうわかるであろう。全世界の格闘家たちに告ぐ、ザ・キング・オブ・アイアン・フィスト・トーナメントの開催をここに宣言する。Excuse me, sir. Just now. 平八知っている。平八。やはり生きていたか。Why on earth would you want to hold a tournament now, like this? 説明は後じゃ。出立の準備をせい。わたわたするな。見ておれ。まもなくすべての舞台が整う。